willkommen. Wir haben heute was ganz Besonderes für alle Minecraft-Fans und die es noch werden wollen. Aber wir sehen uns in ein paar Sekunden wieder. So, da sind wir wieder. Und es geht heute um Towns, der Minecraft-Ableger in Echtzeitstrategie. Gut. Dann laden wir mal unsere Karte. Towns hat nicht ganz den Umfang von einem Minecraft, aber es bietet dennoch genug Optionen, um zu unterhalten. Und ja, wir haben uns mittlerweile unter die Erde bewegt und sehen hier die ersten Kämpfe, und so ganz schlecht ist es wohl nicht für uns, wie es läuft. Aber an der Stelle machen wir mal eine kleine Pause. Denn Towns hat unterschiedliche Karten. Dschungel, Wüste und auch unter anderem eine sogenannte normale Karte. Das ist das, was wir hier gerade spielen. Und für einen Einsteiger ist die normale Karte auf jeden Fall ja, lohnenswert. Hier lernt man das meiste und kann am wenigsten Fehler machen, sage ich mal. Am Anfang, man beginnt mit 11 Personen. Das ist die Startbevölkerung. Und damit muss man anfangen, ja, wie der Titel schon sagt, etwas aufzubauen. Die Schwierigkeit liegt darin, dass man die Leute eben nicht direkt steuern kann, und es passiert leider viel zu schnell, dass sie irgendwo hinlaufen, wo sie gar nicht sollen, und dort sterben. Denn hier lauern mehr als genug Gefahren, ob das vielleicht fressende Pflanzen oder irgendwelche Baumhirten sind, die hier erst dann ihr Gesicht zeigen, wenn man sie gerne fällen möchte. Und um die Übersicht ein bisschen zu bewahren, gibt es hier ein paar Nachrichtenfunktionen. Einmal für die Kämpfe. Man kann auch jederzeit draufklicken und landet dann an dem entsprechenden Ort. Zum anderen, um überhaupt voranzukommen, haben wir hier drei Menüs. Ich stelle euch jetzt mal das linke zu Anfang vor. Hier handelt es sich um ein Produktionsfenster, das heißt, wir können Nahrungsmittel produzieren lassen, wie hier jetzt aktuell mit Weizen. Ernten wir die Felder ab, können wir das Rohprodukt im Prinzip in die Mühlen bringen. Es lohnt sich ja dann auch nicht nur eine stehen zu haben, sondern mehrere. Und dann eben die Produktion anzuschmeißen. Wir haben eine linken Auswahl, eine einmalige Produktion, und immer in der rechten Auswahl eine sich wiederholende Produktion. Und damit das funktioniert, das zeige ich euch gleich, haben wir hier eine sogenannte Prioritäteneinteilung. So funktionieren auch automatische Produktionen, denn wir können nicht nur Essen herstellen, sondern auch Waffen und Rüstungen, Gegenstände und auch Rohmaterialien. Das heißt, wir müssen das dann nicht erst in Auftrag geben, baut dies und das ab, sondern wenn wir es brauchen, sondern können das dann auch frühzeitig schon einlagern lassen. Darum haben wir uns auch unter die Erde gegraben, weil wir jetzt auf jeden Fall gerne Stein hätten. Wir haben den Minenbereich auch ein bisschen abgesichert. Wir könnten diese Tür auch verschließen, so kommt nichts rein und nichts raus. Auch nicht unsere eigenen Leute. Und das ist der Grund, warum dass wir hier so eine nicht ganz so attraktive Mauer gebaut haben. Das soll einfach verhindern, mit Hilfe der natürlichen Grenzen dann auch, sprich in Form von dem See hier, dass die Leute dahin spazieren, wo wir sie nicht haben wollen. So, das ist eine Sache. Die andere Sache ist das untere Menü. Hier können wir allgemeine und großflächige Aufgaben vergeben. Das heißt, Holz fällen, ernten,
Graben etc. pp. Da Towns nur in Englisch und Spanisch verfügbar ist, sollte man auf jeden Fall, ja, Schulenglisch reicht vollkommen aus. Die sogenannten Stockpiles sind offene Lagerflächen. Kann man verwenden, muss man nicht. Dafür hätten wir hier auch von Fässern bis zu Truhen, wo man die Sachen einlagern lassen kann. Also offene Lagerflächen verbrauchen eigentlich nur Platz und sind eigentlich nicht unbedingt nötig. Was allerdings nötig ist und für die Gebäude, es ist nicht mehr wie Minecraft, dass man einfach irgendwie was baut, sondern ein Gebäude oder von mir aus Bereich fängt immer mit einer Zone an. Ob das die Küche ist oder Schlafräume, alles, was wir an Räumlichkeiten bauen wollen, beginnt immer mit einer Zone. Hier haben wir jetzt beispielsweise ganz frisch angefangen, einen Essensraum zu bauen. Die Tische stehen schon, die Stühle stehen auch schon. Entschuldigung. Aber keine Wände, geschweige denn ein Dach. Hier haben wir jetzt angefangen mit einem Dach. Mussten allerdings aufgrund von Nahrungsmittelproduktion hier mal kurz eine Pause einlegen. Es lassen sich im Übrigen, das sind ja alles hier schöne Quadrate, wie man es eben auch aus Minecraft kennt. Man kann, wenn man nach oben bauen will und von unten abmessen will, welches Feld es oben ist, kann man auf das Feld gehen und mit dem Hausrad dann die Ebenen wechseln. So, das ist eine Sache. Die andere Sache, natürlich können wir nicht nur nach unten bauen, sondern auch nach oben. Das haben wir hier auch schon angefangen, denn wir wollen hier unter anderem die Schlafräumlichkeiten einrichten und so. Mit einer Terrasse. Das macht dann auch einen optisch guten Eindruck. Was unsere Bevölkerung glücklich macht, wird im Nachhinein dafür sorgen, dass sie irgendwann mal vielleicht Nachwuchs kriegen und unsere Bevölkerung sich vergrößert. In der Bevölkerungsübersicht für die einzelnen Klassen, in dem Fall hier jetzt Zivilisten, können wir den Glücklichkeitsfaktor sehen, wann sie das nächste Mal essen und wann sie das nächste Mal schlafen gehen. Für den Anfang macht es Sinn, was die Nahrungsmittelversorgung anbelangt, mit einer Weizenproduktion. Das heißt, es gibt hier wilden Weizen auf der Karte, den erntet man eben ab und pflanzt ihn dann in umgepflügte Bereiche dann bei sich dann eben ein und kann den dann immer wieder schön abernten, und das abgeerntete Rohmaterial könnte man auch wieder verwenden, um Samen für weitere Weizenfelder zu pflanzen. Dann geht das Ganze in die Mühlen und anschließend in die Bäckerei, wo dann die Brote produziert werden. Damit ist eine anfängliche Nahrungsmittelproduktion schon mal gegeben. Die Leute müssen nicht verhungern, denn daran würden sie sterben, so wie es aktuell auch gerade im Minecraft-Ableger ist. Dort muss ja mittlerweile auch gegessen werden. Ja, mittlerweile sind wir wieder ein bisschen weiter. Die Terrasse hat schon ein bisschen stärkere Form angenommen. Man sieht ja noch ein bisschen die Hilfsaufbauten, damit die Leute nach oben kommen. So, dann wollen wir ja mal die Wand noch etwas erhöhen. Damit wir letzten Endes auch die Dächer aufsetzen können. So, dann schauen wir mal. Machen wir mal vielleicht ein schönes. Das sieht zwar irgendwie komisch aus, aber wir versuchen es mal. Gucken, wie das aussieht.
So, tja, was schließen wir hier als Fazit von Towns? Zum einen, es macht mindestens genauso viel Spaß wie Minecraft selber. Die Leute bzw. die eigene Bevölkerung wächst einem doch ziemlich ans Herz, weil man einfach teilweise wie ein Schießhund auf sie aufpassen muss. Ansonsten ist Towns definitiv ein angenehmer Titel für die Freizeit. Und die, die bislang noch keine Minecraft-Fans sind, könnten es dadurch vielleicht sogar werden. Wir wünschen euch auf jeden Fall viel Spaß beim Ausprobieren. Und verabschieden uns damit. Und wir sehen uns demnächst wieder. Ciao, ciao.